anstrengender Tag heute. Seit heute Morgen waren wir 7, 8, 9, 10 Mann hier am Arbeiten, alles vorbereiten. Wir haben alle unsere Jugendmannschaften vorgestellt, hatten hier ca. 400-500 Mitglieder im Stadion, bestimmt davon 300 Kinder. Haben ein tolles U35-Spiel gesehen, 2-0-Sieg gegen Großmogern, haben ein tolles G-Junioren-Turnier gesehen, hatten einen Hüpfburg hier, haben einen Sponsorenbereich gehabt und im Endeffekt halt dennoch eine knappe, leider aber verdiente Niederlage gegen Mecklenburg-Schwerin. Ja, also ich fand, wir haben sehr, sehr viel Aufwand betrieben. Bitter ist natürlich, dass am Ende nichts bei rumkam. Aber ich fand halt, das war seit langer, langer Zeit auf jeden Fall taktisch die disziplinierte Leistung, die wir bisher hatten. Also das war wirklich von vorne bis hinten, auch vom ganzen Staff und alles drum und dran, war das echt richtig gut. Und umso bitterer ist es natürlich, dass wir leider nichts Heberes haben. Defensiv wenig zugelassen, das ist, glaube ich, das, was wir mitnehmen können. Das war auf den letzten Spielen schon so. Wir haben nicht umsonst jetzt nach drei Spielen erst ein Gegentor. Offensiv müssen wir vielleicht noch ein bisschen kreativer werden. Ich glaube, außer meinen Riesen, den ich machen muss, haben wir uns nicht viele Chancen gespielt. Da müssen wir ein bisschen kreativer werden auf jeden Fall. Aber so viel können wir uns heute nicht vorwerfen, glaube ich.